Prost. Prost. Ich dachte, kannst du dir auch eins nehmen, wenn du willst. Nee, ich mag Wir sind Verbraucherschule geworden, weil wir ein schulinternes Fachcurriculum besitzen, weil unsere Lehrer an Fortbildungen im Bereich Verbraucherbildung teilgenommen haben und weil wir ganz viele Unterrichtsthemen und Aktionen damit gestartet haben. Es ist in einer Grundschule gerade wichtig, weil es kein Mindestalter für Verbraucherbildung gibt. Das heißt, wir können schon bei den kleinsten Ansätzen sie aufs Leben als Verbraucher und Verbraucherin vorbereiten. Wo ist die Sonne bei den Erdbeeren? In welchen Monaten? August. August. Und wo fängt es an? Im Juni. Im Juni, richtig. Eine Verbraucherschule ist, willst du was sagen? Also eine Verbraucherschule ist, das ist anders als auf anderen Schulen. Da lernt man andere Fächer Sachen. Unterrichtet, die an normalen Schulen nicht unterrichtet werden. Zum Beispiel gehen wir in Computerräume und lernen was über Computer, wie man die benutzt. Und in die Küche gehen wir auch manchmal und kochen da etwas. Und dann probieren wir das auch. Wir machen Verbraucherbildung von der ersten Klasse an mit altersspezifischen Schwerpunkten, sodass wir in der ersten, zweiten Klasse eher den Ernährungsaspekt in den Vordergrund stellen und wenn die Schüler älter sind, dann kommen auch solche Bereiche wie Energie, Elektrizität und eben auch Umgang im Internet und sowas und Geld dazu. Mach darüber, damit du nicht da. Genau, ja, super. Freude am Kochen, Freude am Umgang mit Lebensmitteln. Wir haben das jetzt neu ein bisschen geöffnet, es ist ein Schulgarten dazugekommen, dass die Kinder eben auch sehen, was Pflanzen an Hege und Pflege brauchen, bis eben dieses Grundnahrungsmittel dann da ist. Ich war sehr überrascht, dass mein Sohn damit aufgestiegen ist auf diesen Zug. Er kam tatsächlich nach Hause und hat sehr darauf geachtet, was er isst und was in Lebensmitteln enthalten ist. Dann haben wir uns angeschaut, so der Inhaltsstoff, was da alles drin ist, und er wollte halt zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule. Also das Umweltbewusstsein ist da auch nochmal gestärkt worden. Klimabelastung. Genau. Wir wollen unsere Schüler zu selbstbewussten und auch selbstorganisierten, selbstständigen Schülern erziehen, die Neugier wecken im Grunde bei den Schülern, damit sie dann das Ganze auch in ihr eigenes Leben integrieren. Was steht da dann beim Apfel? Wichtig war auch, dass wir die Eltern mit im Boot hatten. Es gab auch Elternfortbildung. Meine Tochter und mein Sohn, der ja auch hier in der Schule ist, die kommen ganz oft nach Hause und erzählen aus den Unterrichtsinhalten oder fragen mich auch Dinge dann zu Hause, wie machen wir das und können wir hier nicht noch mehr Müll vermeiden zum Beispiel. Das ist schon ein toller Austausch, den wir da miteinander haben. Die Verbraucherzentrale wünscht sich bundesweit verbindliche Standards für alle Schulklassen und Schultypen, damit Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland auf das Leben als Verbraucher und Verbraucherin vorbereitet werden.